Hallo Kack. Wo zur Hölle bin ich hier? Du hast es erfasst. Bitte, was soll ich erfasst haben? Und wer zum Geier bist du denn überhaupt? Ich bin der Geist der schlechten YouTube-Videos. Und du bist dazu verdammt, bis zum Rest deines jämmerlichen Lebens Reaction-Videos zu schauen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es auf Nintendo-Konsolen keine Shooter gab. Es gab eben nicht nur viele gute. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass ich jetzt den Zorn vieler Nintendo-Fanboys auf mich ziehe. Aber die wirklichen Perlen kann man nur an einer Hand abzählen. Rare ging zu Microsoft. Metroid Prime hatte man schon zigmal durchgespielt und wer einen Shooter wollte, der nicht nur über langweiliges Pew-Pew-Pew verfügte, sondern das irgendwie ein immersives Adventure war, musste man lange suchen. Zum Glück erkannte das auch Nintendo und veröffentlichte im Jahr 2005 das von N-Space entwickelte Geist, das das typische Shooter einerlei mit einem sehr schön geschriebenen Adventure kombinierte, in dem es eben nicht primär darum ging, alles mit Blei vollzupumpen, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Stattdessen fokussiert sich das Gameplay mehr auf die Erforschung der Spielwelt und da die Hauptfigur ein ziemlich toter Typ ist, wird man als Geist nicht nur den Körper anderer Leute übernehmen, sondern auch Tiere und Gegenstände. Ich wollte ja schon immer als Stein wie Heidi über die saftigen Wiesen der Schweizer Alpen hüpfen. Heidi! Leider kam das Spiel bei den Kritikern nicht wirklich gut an und erhielt auch von den Spielern folgedessen nicht die nötige Aufmerksamkeit. Und man kann das auch irgendwie verstehen, denn obwohl man versucht hat, ein Spiel mit komplett neuen und frischen Ideen zu entwickeln, wurde das ambitionierte Projekt von einer Handvoll Problemen überschattet, aber genug heiße Luft erzeugt. In Geist schlüpft man in die Rolle von John Raimi, oder besser gesagt in das, was von ihm übrig geblieben ist. Im Falle von Geist ist dies überraschenderweise die Seele seiner sehr toten Leiche. Zumindest im restlichen Spiel. Zu Beginn ist unser Held Teil einer Antiterroreinheit, die ein zwielichtiges französisches Labor der Volkscorporation Hobbs nehmen wollen. Wobei sich hier schon zeigt, dass der Shooter-Part nicht wirklich sonderlich gut umgesetzt worden ist. Are you okay? God, what are you doing? Leider geht der Einsatz komplett schief. Raimi wird gefangen genommen und darf nun als unfreiwilliger Gast Teil eines Experiments werden. Als Versuchsobjekt wird er an eine Maschine geschnallt, die seine Seele aus seinem Körper reißt. Als frisch geborener Geist verfügt er aber nun auch über komplett neue Fähigkeiten. Für ihn hat sich die Zeit verlangsamt und in der Geistergestalt bewegt sich alles im Schneckentempo. Er kann schweben, bestimmte Barrieren durchqueren und durch kleine Risse schlüpfen. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, denn es gibt da ein klitzekleines Problem. Als Geist kann Raimi nur begrenzte Zeit überleben und ist deshalb gezwungen, ständig einen neuen Wirt zu suchen. Somit wird man oft von Objekten und Menschen Besitz ergreifen und seinen Wirt wechseln, sofern man am Ende den eigenen Körper zurückbekommen und Volks aufhalten will. Hä? Geist präsentiert sich in den ersten Minuten vielleicht als Shooter, aber unter der Haube verbirgt sich beinahe schon ein echtes First-Person-Adventure, was einem ziemlich schnell klar wird, sobald das Spiel erst richtig losgeht. Das Tempo des Spiels ist entschieden langsamer als in einem gewöhnlichen Shooter. Tatsächlich verbringt man ungefähr genauso viel Zeit mit Nachdenken wie mit Schießen. Und Raimi kann auch nicht einfach alles in Besitz nehmen, was er will. Während man von Objekten jederzeit Besitz ergreifen kann, erfordern lebende Organismen etwas mehr Aufwand. Da ein Stein eben ein ziemlich gleichgültiges Gemüt hat, müssen Personen oder Tiere erst in die richtige Stimmung gebracht werden. Come on, boy, don't make this harder on yourself. Did he get out again? Yeah, he got a little too close to Commander Roar. Um beispielsweise von einem Hund Besitz zu ergreifen, muss Raimi ihn zuerst erschrecken, indem er von einem Napf mit Hundefutter Besitz ergreift. Dabei lockt er den Hund herbei und lässt dann das Futter im Napf in die Luft springen, wodurch er den Hund erschreckt. Dieses Prinzip wiederholt sich im Laufe des Spiels mit verschiedenen Menschen und Tieren und als Spieler muss man tatsächlich ein wenig seine 5 verbliebenen Gehirnzellen etwas anstrengen, um herauszufinden, wie man die verschiedenen Wirte erschrecken und dann Besitz von ihnen ergreifen kann. Und dieses Spielprinzip ist eben, was Geist so einzigartig macht. Es ist manchmal nicht wirklich ganz so einfach, eine potenziell arme Seele zu übernehmen. Manche Wirte müssen sogar mehrfach erschreckt werden, um deren Widerstandskraft weichzuklopfen. Insgesamt wird Geist dadurch zu einem handfesten Puzzlespiel, da man auch seine Umgebung gut kennen muss, um vielleicht einen Vorteil herauszuholen. Dazu gesellen sich aber auch noch andere Rätsel, wie etwa das Herausfinden von Passwörtern, um irgendwelche Türen zu öffnen. Und es macht einfach einen Riesenspaß, den Leuten die Hölle heiß zu machen, mal abgesehen davon, dass das damals noch eine frische und beinahe unverbrauchte Gameplay-Mechanik war.
Grundsätzlich ist die Gameplay-Mechanik ganz solide, aber in einigen Bereichen hat man leider wirklich keine Glanzleistung abgeliefert. Die Steuerung der Charaktere, egal ob Mensch oder Tier, geht ohne Probleme von der Hand und fühlt sich richtig gut an. Ganz schlimm wird es aber, wenn der Shooter-Part ins Spiel kommt. Das Zielen wird plötzlich zu einer komplett schwammigen und ungenauen Angelegenheit. Man könnte jetzt hier auch dem Controller des GameCube die Schuld geben, aber man hätte hier auch ein wenig mehr optimieren können. Da schon der Controller ein präzises Zielen nicht ermöglicht, ist es jedenfalls keine große Hilfe, dass die Spielmechanik dann auch noch eine komplette Katastrophe ist. Der Shooter-Part ist definitiv der schlechteste Aspekt des Spiels und bedeutet sehr viel Frust. Auch die künstliche Intelligenz fehlt. Die Feinde in Geist sind in etwas so schlau wie 3 Scheiben Toastbrot, mit Ausnahme einiger wirklich gruseligen Gegnern gegen Ende des Spiels. Wenn man Glück hat, dann findet man einen Feind, der den Kugeln gerade noch mit Ach und Krach ausweichen möchte. Der Rest wartet im Prinzip nur darauf, von euch zu einem Sieb verwandelt zu werden. Zum Glück machen Bosse eine Ausnahme und man sieht, dass die Leute von N-Space Liebhaber der alten Schule sind. Viele der Bosskämpfe sind eine Hommage an das altmodische Muster erkennen. Wer Bosse besiegt, möchte, sollte ihre Bewegungen sorgfältig studieren, um dann den Punkt herauszufinden, wann man zuschlagen muss. Dies führt zu Beginn natürlich zu einer Menge Versuch und Irrtum, aber spätestens beim dritten Mal sollte aber jeder wissen, was er zu tun hat. Das Einzige, was einem hier nur in die Quere kommen könnte, ist die madige Kampfsteuerung. Mal von einigen schweren Problemen in der Game Engine abgesehen, wie etwa auch die teils sehr kaputte Bildrate, die einem im Kampf zur ohnehin schon käsigen Steuerung noch 3 Pfund mehr Frust bereiten wird, ist aber Geist ein ziemlich gutes Spiel. This used to be my room. I came to live here with my brother Alexander when our parents died. Der Grund dafür ist eben die Handlung, die auch in den eigentlich ganz schönen Zwischensequenzen erzählt wird. Mit einer Geschichte, in der ein zwielichtiges Unternehmen und Geister und Dämonen aus einer anderen Welt eine Rolle spielen, könnte man meinen, dass man ziemlich schnell den Faden verlieren wird. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Oder zumindest nicht komplett. Die Geschichte hat so ihre Wendungen, aber rein von der Struktur wird sie trotzdem noch so gut erzählt, dass man nicht sofort sein Hirn auf Durchzug stellt wie beispielsweise in vielen Rollenspielen. Und die Grafik ist auch relativ gut gelungen. Mal abgesehen eben von der Bildrate. Man hat sich sogar darum gekümmert, dass sich die Sicht auf die Welt um einen herum verändert, je nachdem, ob man nun einen Mensch oder ein Tier übernimmt. Als Hund sieht man zum Bleistift alles in schwarz-weiß und gedämpften Gelbtönen, während man als Maus dank der Fischaugenperspektive nicht mehr als ein paar Meter weit sehen kann. Das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem nett gemacht. Wer Freunde hat, kann Geist auch im Mehrspielermodus zocken. Hier gibt es auch sehr entfernt den klassischen Shooter-Flair, in dem man die Luft in ein Sieb verwandelt. Aber Geist fügt zusätzlich noch den Aspekt der Besessenheitsmechanik hinzu, um die Sache etwas aufzupeppen. Im Gegensatz zum methodischen Tempo des Einzelspielermodus von Geist ist der Mehrspielermodus jedoch ziemlich hektisch. Der Mehrspielermodus ist in 3 Modi unterteilt, die jeweils maximal 8 Spieler unterstützen, wobei 4 davon Bots sind. Diese Modi sind Possession Deathmatch, Capture the Host und Jagd. Bei Possession Deathmatch und Capture the Host beginnen alle Spieler als Geister. Allerdings wird man nicht wie in einem gewöhnlichen Shooter eine Waffe aufgreifen, sondern man übernimmt als Geist gleich den kompletten Soldaten mit seiner Waffe. Am Ende ist es aber trotzdem der gewöhnliche Deathmatch bzw. Capture the Flag Brei wie in einem jeden anderen Shooter. Der Jagdmodus ist etwas komplizierter. In diesem Modus werden die Teams in Geister und Wirte aufgeteilt. Das Ziel der Wirte besteht darin, am Leben zu bleiben und die Geister mit speziellen Waffen zu töten. Die Geister müssen die Wirte töten, aber sie haben keine Waffen. Stattdessen müssen sie von den Wirten Besitz ergreifen und sie in verschiedene Fallen in der Umgebung laufen lassen. Interessant wird die Sache aufgrund der hektischen Steuerung. Beide Spieler, also Wirt und Geist, haben gleichzeitig die Kontrolle über denselben Körper. Die beiden Spieler ziehen so den Körper in entgegengesetzte Richtungen, wobei der Geist etwas mehr Zugkraft hat. Und das ist wohl der lustigste Mehrspielermodus, den ihr je gespielt habt. It's designed to train these ghosts. Alter their mind so they become submissive and obedient. Quite impressive, really. Insgesamt lässt sich Geist aber nur schwer einordnen. Wer einen Shooter erwartet, wird vermutlich sehr enttäuscht sein und wer auf der anderen Seite ein geschmeidiges First-Person-Adventure sucht, wird vermutlich ebenfalls nicht glücklich werden. Geist leidet an einer schwerwiegenden Identitätskrise, obwohl man versucht hat, alles richtig zu machen. Es erfordert mehr Grips als ein Shooter und sehr viel Aufmerksamkeit, ist aber für ein Adventure vielleicht zu chaotisch. Trotzdem sollte man mal einen Blick wagen. Erstens kann man das Spiel heute noch relativ günstig erwerben und zweitens darf man sich auf eine fesselnde Geschichte und die unglaublich unterhaltsame und einzigartige Spielmechanik freuen, die Geist aus dem Meer der Shooter hervorstechen lässt. I hope you didn't leave anything back there.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.